Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Spielerkarriere. Der Max Mustermann, ja, großartige Spielerform. Das letzte Spiel war, glaube ich, ja, nicht ganz so überragend, sag ich mal, ein bisschen langweilig, wenn man so will, ja, gegen den Wolfsberger AC mit 0-0. Ich glaube, wir tun uns immer ein bisschen schwer gegen den. Kann man das hier mal nachvollziehen? Das Rapid Wien, wann haben wir denn das letzte Mal gegen den gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Austria, Salzburg, Ried, Sturm Graz, SV Grödig, Wien Grödig, Wolfsberger AC, da haben wir mal mit 1-0 gewonnen. Ah, da haben wir gegen Ried, Sturm Graz, Wiener Neustadt, da haben wir gegen Wolfsberger AC mit 2-2. Ja, wie gesagt, also das sind immer enge Spiele gegen die. Schauen wir mal in die Tabelle. Ich denke, Salzburg hat wieder mal gewonnen, so wie es aussieht. Ja, ich denke schon. 14 Punkte? Sind das 14 Punkte? 9. Ja, 14 Punkte. Haben irgendwo nochmal Punkte gut gemacht. Wahrscheinlich, weil wir eben unentschieden gespielt haben, ne? Okay, jetzt geht's auf jeden Fall gegen die Admira. Hier müssen wir drücken. So, auf geht's. Schauen wir mal, wie wir gegen die abschneiden. Lassen wir sie in Rot spielen. Wir sind gut in Form, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das sind auch die Pfeile, die da angezeigt werden. Das ist unsere Form. Schobesberger, ja, hat auch einen aufsteigenden Pfeil. Unser ganzes Team hat eigentlich ein relatives Formhoch, so wie es aussieht. Also hoffe ich mal, dass wir jetzt auch gegen die Admira hier bestehen können. Oh je, da habe ich mal Duty macht und ein paar Punkte geholt, aber ich mach das mal weiter. Also jetzt geht's auf jeden Fall los. SK Rapid Wien gegen die Admira, Stadion Olympic, Heimspiel. Und ihr seht schon, wir sind im tiefsten Winter und haben einen schneebedeckten Platz. Das heißt, wir werden jetzt hier schön durch die Gegend rutschen. Ich habe meistens nicht so Bock drauf. Spiele lieber im schönen sonnigen Fußballwetter. Finde ich immer ein bisschen angenehmer. Man sieht den Ball auch irgendwie ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Wir hätten so ruhig mal. Ja, und da kassieren wir auch gleich das erste Ding. Oh Gott, da lassen auch unsere Spieler schon alle die Köpfe hängen. Grandioser Fehlstart ins Spiel, würde ich sagen. Schön rausgespielt und ja. Mehr oder weniger alleine das Ding da verwandelt. Keiner geht wirklich ernsthaft zum Ball oder zum Gegner und lässt ihn da eigentlich sein Spiel komplett alleine aufziehen. Und Daniel Todd war es, glaube ich. Ich das jetzt so schnell richtig lesen konnte. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal ein bisschen was gut machen wieder. So, okay, ich wollte mal unseren neuen Spezialtrick hier ausprobieren. Und jetzt gebe ich den mal ab und. Oh, mach doch das Ding rein! Oh, Alaya! Super! Hat er es noch hingekriegt. Da habe ich gerade gedacht, wieso macht er das Ding nicht? Und dann, naja. Im zweiten Anlauf dann mit Alaya. Da können wir es uns nochmal angucken. Ach, der Torwart war dran. Okay, der Torwart war dran. Das erklärt natürlich einiges. Haben wir auf jeden Fall den Ausgleich jetzt hingekriegt. Deni Alaya, sein 10. Bundesliga-Tor. Ah, er hat sein Formtief wohl überwunden, so wie es aussieht. War ja kurzzeitig mal irgendwie nicht so gut drauf. Zumindest hat es der Trainer so empfunden. Ui, da ist er ganz schön hart zur Sache gegangen gerade. Den Ball erobert. Vorteil wird angezeigt. Wir liegen am Boden, glaube ich. Jetzt kommen wir. Vorteil. Okay, da haben wir den Ball erobert. Jetzt könnte es mal schnell gehen. Könnten sich vielleicht die ein oder andere Konterchance ergeben. So wie es aussieht, spielen die ein bisschen offensiver als die Wolfsberger im Spiel davor. Jetzt gehe ich da mal drauf. Okay, was jetzt? Jetzt gibt es noch Gelb. Für die eine Aktion da vorhin, wie es aussieht. Weiß allerdings nicht für wen, ne? Für den Gegner. Ich orientiere mich wieder ein bisschen in die Mitte.
Ja, schön geklärt. Schön den Ball gewonnen jetzt. Jetzt können wir es mal machen. Hier, gib mal ab. Komm, jetzt spiel mal in den Lauf. Mach doch, Junge. Ah, so doch nicht. Okay, faul. Freistoß für uns. Eigentlich gute Position. Da könnte man jetzt eine schöne Flanke schlagen. Schauen wir mal, ob er das auch so sieht. Ich biete mich mal an hier. Nee, da sind wir ein Stück zu weit reingelaufen. Komm, mach doch sowas nicht. Nur die Flanke mal reingeschlagen. Ah, die kommt ganz gut. Oh, schönes Ding. 2 zu 1, da haben wir das Spiel gedreht. Bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und wir haben den, denke ich, vorbereitet. Schauen wir nochmal. Wir haben, ja genau, wir haben hier die Flanke geschlagen. Flanke, und er hat verwandeln können mit dem Kopf. Oh, super Ding. 1A. Kozurek. Kozurek. Würde ich das jetzt mal aussprechen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich spreche es jetzt einfach so aus. So, jetzt wieder Defensive ein bisschen mitarbeiten hier. Da gehe ich mal drauf jetzt. Bisschen drängeln, bisschen schubsen, bisschen am Trikot ziehen. Wird der Schiri ja wohl nichts dagegen haben. Gehört ja zum Fußball immer mal so ein bisschen dazu, ne? Zweites Tor schon, 9 Einsätze. Versuche mich mal so ein bisschen zu positionieren über die Minimap. Ah, das könnte ganz gut gewesen sein. Ah, da hätte ich vielleicht nicht zum Kopfball gehen sollen. Den hole ich mir. Den will ich haben. Den habe ich auch. Ich will ihn in den Lauf gespielt haben, der Allah. Na komm, gib doch nochmal ab vielleicht. Ja, jetzt stehe ich gerade blöd. Einfach mal in die Spitze vielleicht. Was jetzt? Was war jetzt? Oh, abseits. Müssen wir wieder hier vernünftig verteidigen. Wir suchen sie über die Außen. Bei denen geht relativ viel über diese Seite unten. So, Abstoß. Halbzeit ist auch gleich. Ja, noch 7 Minuten. 8. Der Torwart lässt sich Zeit. Okay, wir führen ja 1-0, also da will ich mal nichts sagen. Ja, schön. Jetzt habe ich mal Raum. Ich wollte auch mal ein paar mehr Schüsse aufs Tor versuchen zu kriegen, aber weil, ja, ich will halt meine Schussstärke so ein bisschen verbessern noch. Ich wollte das ja eigentlich nicht so gezielt machen, aber da, ich glaube, da fehlt auch nicht mehr so viel. Da müssen wir nur noch ein paar Schüsse hinkriegen mal. Ich meine, jetzt führen wir auch gerade, jetzt kann man das ruhig mal machen, denke ich. Haben wir mal einen Schuss zumindest mal abgezogen gekriegt. Und auch damit auch eine ganz gute Chance rausgespielt, fand ich. So, wollen wir jetzt hier wieder so auf die Defensive konzentrieren. Irgendwie fehlt da der rechte Mittelfeldspieler gerade. Der hier eigentlich mit auf den Mann gehen müsste. Da kommt er, glaube ich, angelaufen. Genau, und holt auch den Ball. Spiele ich mal lang nach da vorne. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang sogar, ja. Ah, da habe ich seine Laufstärke so ein bisschen unterschätzt. Aber wir sind auf jeden Fall gut im Spiel noch. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier nicht wieder eine rote Karte oder sowas kassieren. Der Trainer ist da auch mal ein bisschen gefordert. Der müsste eigentlich mal diese gelb vorbelasteten Spieler dann immer mal austauschen. Ich glaube, das macht er nicht so oft. Ja. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern gerade. Aber ich glaube, aktuell haben wir auch noch gar keinen gelb vorbelasteten. Der Gegner hat nur einen. Wenn wir gleich mal in der Statistik schauen, dann müsste man das ja sehen. Und es ist auch gleich Halbzeit, 5. Minute der Nachspielzeit. Jetzt nochmal
Die Admira mit der Chance hier vielleicht. Kommen sie nochmal zur Flanke? Nee, da ist unser Abwehrspieler. Steht ganz gut. Oh, oh. Das könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Schrammel klärt zur Ecke. Okay, ich denke, das wird jetzt die letzte Aktion sein in dieser Halbzeit. Hoffen wir mal, dass sie sie nicht verwerten können. Ich kümmere mich hier vorne um den Spieler beim Torwart. Ah, da kommt die Flanke auch hin. Ah, da ist die Halbzeitpfiff. Steht's? Ich glaube 2 zu 1. Schauen wir hier mal ganz kurz in die anderen Spiele. Salzburg 1-1 gegen Sturm Graz. Ah, die könnten ruhig mal noch einen kassieren. Das wäre ganz schick. Ja, noch keine gelbe Karte, so wie ich das hier sehe. Okay, weiter. 2 zu 1 steht's. SK Rapid Wien gegen die Admira Wacker. Da habe ich die mal stehen lassen. Jetzt kann ich vielleicht nochmal abziehen. Zack, mach mal. Ah, lässt den abklatschen. Könnte noch gefährlich werden. Nee. Dann tippe ich mal in die Mitte. Vielleicht können wir da gleich... Kann ich mich da gleich gut positionieren? Nee. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da jetzt kein kassieren. Ja, schön, schön geklärt. Stell mich mal vorne rein. Muss ich wieder zurückarbeiten. Ich stehe auch gerade meilenweit im Abseits. Müssen wir das Spiel mal langsam aufbauen, denke ich. Stehen jetzt ja alle hinten drin. Aufpassen, dass wir keine Konter kassieren jetzt. Könnte vielleicht mal eine Flanke da. Da hätte ich vielleicht ein bisschen weiter hinten stehen sollen und versuchen, den Abpraller zu kassieren, oder? Hier so. Und links mal. Nee, abgefälscht. Müsste Ecke geben. Ja. Ecke. Aus der Ecke vielleicht mal was machen. Oh, Schobesberger mit der Chance. Volley angenommen. Irgendwie ist er ein bisschen habe ich das Gefühl, ein bisschen schwach im Abschluss. Hin und wieder vertändelt er den Ball da mal, wo man meinen würde, dass es eigentlich sichere Chancen sind. Nicht ein bisschen schade. Ah, na, ist er auch kein Stürmer, ne? Ist er ein Mittelfeldspieler? Rechtes Mittelfeld, glaube ich. Jetzt muss da mal einer drauf gehen. Wo positionieren wir uns? Ich glaube, ich muss weiter in die Mitte. Vorne. Okay, wir haben den Ball. Jetzt haben wir ihn nicht mehr. Du kannst gehen. Auswechslung vom Gegner hier. Gib mal her. Ah, da haben wir ihn schön durchgesteckt gekriegt auf Allah. Komm auch mal nochmal zurück, da ist jetzt gerade ein Raum. Ah, da habe ich ein bisschen zu weit vorgelegt. Hätte ich eventuell was draus machen können sonst. Na los, Jungs. Ihr seid da zu zweit. Haltet ihn noch von der Flanke ab. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Solche Aktionen können uns auch gut mal den Sieg kosten. Ja? Da waren sie mit zwei Mann draußen auf dem Flügel und haben ihn nicht davon abhalten können, die Flanke nach innen zu bringen. Ja? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Da muss der Trainer mal ein Machtwort sprechen, glaube ich. Den muss ich noch haben. Ja, schön geklärt. Kriegen wir mit dem Einwurf jetzt. Ah, jetzt vielleicht mit dem Konter. Komm, mach mal schnell. Nee. Nee, nee.
Die wollen es nicht. Die wollen es lieber auf sicher machen. Ich brauche irgendwie mehr Kraft, ja. Ich bin immer so schnell. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 12 Minuten zu spielen und mein Balken ist schon so weit unten. Ach ja, ich weiß nicht, ob das immer so gewollt ist, wenn die da so lange warten. Das ist irgendwie, ja, ein bisschen nervig manchmal. Komm, mach jetzt mal. Ja, genau. Nicht mal ein Freistoß. Nicht mal ein Freistoß gibt das. Ja, wir liegen da jetzt verletzt am Boden und das gibt nicht mal einen Freistoß. Das kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich denke, wir werden gleich ausgewechselt werden. Das sieht nach einer schlimmeren Geschichte aus. Weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir stehen wieder. Ja, wir stehen wieder. Was soll ich da jetzt noch machen? Habe ich den Ball nochmal? Ich kann doch jetzt... War es nur eine Zerrung? Ja, sieht wohl so aus, als wenn es nur eine Zerrung war. Ich dachte jetzt, wir sind jetzt verletzt und werden ausgewechselt, aber... Naja, gut. Machen wir noch ein bisschen weiter. Sonst nochmal den Ball geben. Da unten vielleicht auf dem Flügel einer mit? Nee. Oh je, jetzt könnte es nochmal was werden. Ah, da wollte ich gerade an ihm vorbei noch ziehen. Quasi in seinen Rücken spielen, aber... Ja, da hat er seinen Fuß dazwischen gehabt. Na, gut gemacht. Wie es aussieht, wollen wir die Führung retten, ja. Unsere Verteidiger stehen alle ziemlich weit hinten drin. Ah, und da ist der Schlusspfiff. 2 zu 1. Haben wir wieder mal ein Spiel für uns entscheiden können. Zwei Torvorlagen. Wir waren an beiden Toren beteiligt. Das ist, denke ich, ganz schick. Das ist ganz schick. Neuer Jubel freigeschaltet. Spieler des Tages. Okay, 7,1 Bewertung. Wie gesagt, denke ich, kann sich sehen lassen. Und wir haben auch einen Stärkepunkt dazu gekriegt. Wir haben jetzt eine Gesamtstärke von 72. Und Spieler des Monats bekannt. Ne, sind wir nicht. Ich werde auch ganz gerne mal Spieler des Monats, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, wir haben einen ganz guten Monat eigentlich gespielt. Schwarze Handschuhe. Was haben wir hier für eine Mail? Petzos ist zurück nach seiner Sperre. Gut, das war dann zu erwarten, denke ich. Wo wollte ich jetzt hin? Hier wollte ich hin. Wir haben die Handschuhe freigeschaltet. Handschuhe, wo sind sie denn? Tapefarbe, Handschuhe da, ja, schwarz. Wollen wir mit Handschuhen spielen? Nee, wir brauchen keine Handschuhe. Gibt's hier eigentlich einen neuen Torjubel oder sowas mal? Ist ja da eigentlich gerade so weit unten. Kopfschütteln, Arme zum Publikum. Vorwärtsrolle. Geigenspieler. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues, oder? Wir haben den Hackentanz immer noch drin. Knierutscher. Wer bin ich? Eckfahnschlag. Hüfte zeigen. Knierutscher im Sitzen. Radschlag. Radschlag und Rolle. Wenn ich dich kriege, warum immer ich? Och ja, gibt's so viel. Schelte. Aber ich sehe meinen Spieler da auch irgendwie gerade nicht so. Ich lasse das mal. Ich lasse das mal so, wie es ist. Simulieren wir hier mal noch weiter. Wer ist denn der nächste Gegner? SV Grödig. SV Grödig. Okay. Den gibt's dann in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge dann SK Rapid Wien gegen SV Grödig. Mit unserem Spieler Max Mustermann. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.